Fabi Hofer, ein 1:0 gegen Bozen, hat relativ lange gedauert. Warum hat es so lange gedauert? Ja, ich glaube, dass Bozen ein gutes Team ist. Halt, die sind stark, das muss man sagen. Hinten stehen sie auch gut. Ja, war eine knappe Partie, wie wir gesehen haben. Verlängerung jedes Jahr wieder. Es ist einfach streng, sie zu spielen. Aber so ist ein Playoff und ich finde es gut. Ja, stark heute. Ja, das, eins Spiel vor 60 Minuten. Aber es ist Playoffs und der letzte Tor ist ein scheiß Tor. Es ist normal. Wow, I think our penalty killing was really, really excellent. They had opportunities on the power play to take control of the game, as did we. But I'm going to be an optimist and say our penalty killing was really key in this win tonight. Du hast das Tor gut geschrieben bekommen. Wie hast du die Situation noch im Kopf? Wie ist das gelaufen? Ich war müde. Es war a long shift. Und Dan hat a good pass. And that's it. Es war so, dass man vor allem vorn im Angriff Probleme gehabt hat, die Chancen zu verwerten, die sie ja zweifellos geboten haben. Warum steht Bozen so gut? Ja, die Chancen, die wir gekriegt haben, das stimmt, das waren gute Chancen, aber ja, wenn sie nicht rein will, geht's nicht. Ich habe auch zwei gute Chancen gehabt. Ja, da darf man nicht verzweifeln, da muss man einfach weiter drauf und immer mehr Torchancen rausarbeiten und damit schon mal reinspringen. I think one of the most difficult games in any season is the first playoff game at home. There's always a little bit more pressure, there's always a little bit more excitement and I think you saw that tonight. I don't think we were as sharp as we would have liked to be. Ist der Druck jetzt geringer, wenn man weiß, man hat das Heimrecht gewahrt, man hat das erste Spiel gewonnen im Playoff? Das ist sicher, uns war wichtig, dass wir das Spiel gewinnen da haben, weil sonst hätten wir das Heimrecht verloren. Jetzt fahren wir nach Bozen, wenn wir das Spiel auch unbedingt gewinnen und dann werden wir wieder zurückfahren, wieder daheim spielen. Es ist einfach wichtig, dass wir heute gewonnen haben. Getting the win, I think, is huge. And now the pressure's on them in their building on Tuesday. Well, it's going to be a close game. It's the playoffs. They're all going to be close. We know we have to get ready for the next one. Ja, eigentlich ein gutes Gefühl. Wie ich gesagt habe, wir müssen es einfach hinter uns lassen. Es bringt nichts, wenn wir das Spiel lang fern oder am Dienstag ist ein neues Spiel und da müssen wir uns wieder so anstrengen und 6 Minuten hart arbeiten.